Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Dark Souls Prepare to Die Edition Blind. Und wir sind, wie ihr unschwer erkennen könnt, in Schandstadt. Ja. Und da wird gleich ein Typ runterspringen. Auf mich. Dachte ich. Ich dachte, der würde hier runterspringen, macht er aber wohl doch nicht. Naja, also jedenfalls töten wir als allererstes mal die Feuerhunde. So, wir sind nach wie vor in Schandstadt. Ach ja, da ist er tatsächlich runtergesprungen. Hat ein bisschen gedauert. Der hat sich erst noch ein bisschen anders überlegt gehabt, bis er hier runterspringen wollte. Ja, wir sind nach wie vor in Schandstadt und ihr werdet euch vielleicht... Oh nein. Wundern, ich habe mich nämlich umgezogen. Wie ihr seht, ich sehe jetzt aus wie ein Magier, aber benutze eigentlich überhaupt keine Magie. Das liegt daran, dass dieses Zeug... macht er diese blöde Attacke wieder. Dass das Zeug, das ich gefunden habe, einfach sehr viel stärker ist als alles, was ich davor hatte. Und das sehr viele Resistenzen hat halt. Ja, eigentlich wollte ich ihn backstabben. Hat nicht so wirklich geklappt. Ja, und ich spiele auch mit dem Gedanken, da hinten, also wenn ich jetzt hier sterben sollte, weil ich nicht genug Estus habe oder sowas, dann werde ich das Feuer da hinten anfackeln und dann werde ich genug Estus haben. Ach. Hallo, du da oben. Ja, da oben ist so ein Gift-Typ. Das ist natürlich extrem nervig, wenn er mich nämlich zweimal trifft, dann habe ich einen Gift dort drauf, der mich wahrscheinlich sogar töten wird. Über Zeit. Deswegen muss man da verdammt aufpassen. Da oben ist er, man sieht ihn so ein bisschen. Das Schild, das ich momentan habe, widersteht Giftschaden. Deswegen macht mir der gerade erstmal nichts. Aber so... so global gesehen ist der trotzdem ziemlich nervig. Ich sollte mich halt nicht oft von ihm treffen lassen, sonst habe ich halt einen mega nervigen Gift da drauf. Und ja, da muss ich entweder gegenheilen, wo ich mir gar nicht mal sicher bin, wie viel Heilmittel ich noch habe. Oder halt gegen Estusen. Aber ich habe ja eben, wie gesagt, nicht die volle Anzahl Estus, sondern nur 4. Deswegen könnte das problematisch werden. Und ich frage mich auch gerade, wie zum Geier komme ich da hin zu dem, wo der mich abfeuert. Warte mal, ich muss das mal... okay... Ach Gott... Sag mir bitte nicht, dass wir jetzt da gleich random Sprünge machen müssen hier. Das sieht nämlich so aus. Oder ach, die Brücke hier könnte sich bewegen. Bewegst du dich, Brücke? Sieht erstmal nicht so aus. Ich habe irgendwas gehört. Also die Brücke hier bewegt sich, glaube ich, nicht. Nee, da können wir einfach hier rüber. Hä, ich raff gerade dieses Layout leider nicht. Ah, in dem Topf ist ja sowieso eigentlich immer nie was drin. Deshalb ist mir das gerade Wurst. Hier dieser Wurm sieht mir arg gefährlich aus. Ich hätte gut Lust, den einfach mit meinem Pfeil und Bogen zu beharken. Und dann zu hoffen, dass er stirbt. Und das sieht auch so aus, als ob man da irgendwie hinter könnte. Weiß leider nicht wie. Ja, ich werde einfach jetzt mal Pfeil und Bogen auspacken. Und ich weiß nach wie vor nicht, ob man irgendwie zielen kann mit dem Bogen. Also so schieße ich, aber kann ich nicht auch irgendwie zielen? Kannst du nicht zielen? Ich glaube, man kann echt nicht zielen. Also außer... Ah, oh, man kann zielen. Das ist ja super, aber dem Ding mache ich irgendwie keinen Schaden mit dem Bogen. Kann das sein? Also ich probiere es nochmal. Ah, jetzt habe ich ihn... Ah, da hinten kann ich ihm Schaden machen. Das ist ja super. Ja, dann schießen wir den mal mit dem Pfeil und Bogen tot. Ich habe nämlich gerade keine Lust, irgendwie hier zu sterben. Schandstadt ist sowieso schon nervig genug. Und da wir ja eh Pfeil und Bogen haben, warum denn nicht? Aber wir können ihn wohl nur hier am Arsch treffen. Also ich habe ihm ja vorhin in den Kopf geschossen, hat ihn nicht so interessiert. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Das könnte sein, dass es der Weg ist, dass wir dann da rauskommen. Ich war ja schon mal in Schandstadt. Ist ja nicht mein erster Besuch in Schandstadt. Es könnte durchaus sein, dass wir dann dort rauskommen, wo mich die Gifttypen von hinten abgeschossen haben. Beziehungsweise, wo die Gifttypen rausgeschossen haben bei meinem ersten Besuch in Schandstadt. Hoffentlich ist das schon der Endboss von Schandstadt hier, den wir gerade töten. Das wäre natürlich auch super. Und es ist übrigens auch gut rausgefunden zu haben, dass man mit dem Bogen doch zielen kann. Ich habe mich ja beim letzten Mal echt affig angestellt und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass man mit dem Bogen nicht irgendwie zielen kann. Aber man kann doch zielen, das ist super. Super zu wissen auch. Und der hat schon ganz viele Pfeile im Arsch. Der wird bestimmt gleich böse. So.
Wie kann ich nochmal... Ah ja, so wechsle ich da wieder raus. Das unequippen wir mal. So, jetzt muss ich nach wie vor aber darüber. So, gucken wir erstmal, ob es hier weitergeht. Sieht nicht so aus. Ich will... Ach, hier haben wir sogar... Ach, hier haben wir sogar eine... Hier ein Dingens. Leiter. Leiter ist das Wort, ja. Manchmal, wenn man Let's Playt und spielt und... Dann kann man sich gar nicht so artikulieren, wie man das gerne möchte. Vor allem habe ich gerade wieder irgendwie die Gegner gehört. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Das gefällt mir nicht. Ich höre, dass da irgendjemand herläuft. Und... Hä, aber wo ist der? Ach, da. Oh, guck mal. Ja, trau dich ruhig. Da sind sogar zwei, kann das sein? Ja, ich gehe extra mal ein Stück hinter. Vielleicht traut er sich dann hier hoch. Ach, guck mal. Naja, die sind ja... Da haben wir ja schon rausgefunden, dass die nicht die stärksten Gegner sind, die es hier gibt. Von daher, also man sollte sich halt nicht erwischen lassen. Hä, konnte man die nicht eigentlich auch backstabben? Also ich habe es jetzt schon zwei oder dreimal versucht, aber habe nie einen Backstab-Hit. Oh, da ist noch einer. Was zum... Was sind... Ah, man konnte die backstabben, ja. Natürlich konnte man die backstabben, weil ich es gerade geschafft habe. So. Aber das reicht nicht, um die zu killen, leider. Das ist natürlich sehr schade. Gedroppt hat der aber nichts. So. Ich habe schon wieder die Orientierung so ein klein wenig verloren. Mag daran liegen, dass Schandstadt auch sehr verworren aufgebaut ist. So, looten wir erstmal den hier. Eine Seele. Na super. Und wo ist der Giftspucker? Kommen wir zu dem auch ran? Dem würde ich nämlich gerne mal meine Meinung sagen, dem Giftspucker. Und die Meinung ist nicht sehr dolle, die ich von ihm habe. Also da unten haben wir noch nicht alles gelootet, das sehe ich ja. Das heißt, ich fahre einfach mal hier runter. Und gucke... Ach, guck mal, da haben wir den Giftspucker. Hatten. Okay, zumindest einen von denen. Laufen wir doch mal hier hinten rum. Ach, da ist wieder so einer. Na super. Ja, gegen euch kämpfe ich super gerne am Abgrund natürlich die ganze Zeit. Das macht Spaß, das macht Freude. Und man hat auch überhaupt nicht das Gefühl, alle zwei Sekunden hier runterzufallen. Nee, überhaupt nicht. Deswegen kommt bitte mehr von euch am Abgrund. Ja. Also sieht so aus, als ob es mir sagen würde, hey, du kannst hier langlaufen. Dann holen wir uns doch mal das hier. Ein Adlerschild. Okay. Das gucke ich mir gleich mal an. Was kann denn das Adlerschild? Adlerschild. Ach so, habe ich schon erwähnt. Ich habe mein Inventar geordnet. Ein bisschen zu... Das wollte ich nicht anziehen. Das wollte ich vergleichen. Okay. So, jetzt können wir vergleichen. So, das Adlerschild. Das kann irgendwie nichts Besonderes. Großartig. Parieren ist damit unmöglich. Ja, dann wollen wir das eh nicht. Also ich pariere zwar nie, aber ich will es trotzdem nicht haben. Ja, hier sind ganz viele Stacheln, Nadeln, wie auch immer. Ich bezweifle, dass man hier runterspringen könnte, wenn man das wollte. So, ach, ist das... Da hinten könnte sein, wo wir übrigens das allererste Mal waren, als wir in Schandstadt waren. Dann ist Schandstadt aber sehr klein eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Also hätte ich mir durchaus größer vorgestellt. Hab leider wieder keine Ahnung, auf welcher Ebene ich bin gerade, wo ich denn hier lang muss. Das könnte, das ist schon wieder so eine Sache hier. Es könnte sein, dass man da rüberspringen kann. Es könnte auch sein, dass es der Instant-Tod ist. Ja, weiß ich nicht, ob ich das machen will gerade. Deswegen lassen wir den Spaß doch mal und klettern einfach hier hoch. Da kamen wir ja eh her. Ach so, wir könnten aber uns hier runterfallen lassen. Ach, das wird eng. Naja, ich versuch's einfach mal. So. Ach, oder hier so. Ich glaube, hier ist sogar noch besser, wenn man sich hier so runterfallen lässt. So. Perfekt. Genau da wollte ich hin. Genau dort wollte ich hin. Das ist ja super. Hey, einmal in Schandstadt einen Sprung geklappt. Das ist ja natürlich auch eine super Sache. Und da oben ist noch irgendwo der Giftspucker. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, dann müssten wir direkt zu dem kommen, oder?
Oder kann natürlich auch sein, dass er jetzt hinter mir ist und mir in den Rücken spucken kann zweimal, bevor ich reagieren kann. Ach nee, schau mal einer an. Du hast es nicht besser verdient, Kumpel. Der hat das echt nicht besser verdient. Oh, guck mal. Und das Coole ist, die Lila-Moosklumpen bekommt man auch so gedroppt, wenn man die nur killt, ohne dass man die aufsammeln muss. Das ist natürlich ziemlich cool. Jetzt sind wir ganz oben. Ach, war das hier nicht, wo dieses Spinnenwesen-Vieh war? Nee, das ist woanders, oder? Das sieht anders aus. Dann gehe ich erstmal nochmal eine Etage runter, glaube ich. Das ist auch immer sehr ärgerlich in neuen Gebieten, dass man nicht den Weg kennt. Und dann immer so ein bisschen raten muss. Aber ich würde gerne erst nochmal hier runter gehen. Eine Etage. Ach, da unten kann man auch lang gehen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Wir sind jetzt hier quasi... Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Also... Ach, da ist dieser Typ, genau. Den wollte ich ja plündern. Da unten hin will ich momentan erstmal noch nicht. Ich will erstmal hier noch lang. Ach, und hier haben wir dieses Viech gekillt. Aber da können wir momentan nicht hin, leider. Pyro, innere Kraft. Also hier haben wir ja dieses Viech gekillt, das hier war. Ich glaube, das war so eine Art Mini-Boss. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ob das stimmt, wer weiß. So, dann klettern wir erstmal nochmal wieder hier rauf. Ach so, von dort kommt man also dahin. Das heißt, ich habe da einen mehr oder weniger riskanten Umweg sogar gemacht. Ja, gut zu wissen. Dann werde ich jetzt mal ganz nach oben weitergehen. Die Logik dahinter ist folgende. Von oben kommt man nach unten, aber von unten nicht unbedingt nach oben. Ja, deswegen gehen wir mal da hoch und schauen mal, was dort so ist. Da konnte man ja so ein bisschen reingehen. Und das will ich auch machen jetzt. Wo war denn das? Es war doch irgendwo... Ach ja, genau, da drüben. Oh, da ist sogar eine Warnung oder eine Nachricht. Das schließt sich ja nicht aus. Vielleicht ist es ja eine Warnung und eine Nachricht. Versuch's mit Springen. Ja. In Schandstadt habe ich schon oft genug mit Springen versucht. Das wird nicht mehr so leichtsinnig passieren. Und das da hinten könnte so ein Gegner sein oder so. Oder so ein Ei oder sowas. Also so ein... Huch. Hä, dieses Ding zu killen. Hat mich gerade ein bisschen geglitscht gerade. Hä? Ja, man glitscht da so ein bisschen durch die Wand an dieser Stelle. Ah, die sehen verdächtig aus, hier diese Teile. Huch. Ach, vielleicht kann man hier einfach nur nach unten gehen. Die sehen halt so verdächtig aus, diese Teile hier, als ob da irgendwie gleich ein Gegner rausspringen würde. Und das sieht hier so, es könnte hier so ein Boss-Areal sein. Also das sieht schon ein bisschen danach aus, also dass hier so ein Boss kommen könnte. Würde mich gerade nicht wundern. Hä? Aber was ist das für ein Käse hier? Also ich raff's halt gerade nicht so wirklich. Ach, da gibt's noch eine, es gibt noch eine Etage tiefer von da, wo ich gerade bin. Also sieht ja so, also ich dachte erst, es könnte hier so ein Bosskampfgebiet sein. Ist aber anscheinend nicht. Und hier ist auch irgendwie nix. Aber wir können halt noch eine Stufe tiefer gehen. Dann kommen wir hier wieder raus, wo wir den dieses Insektending getötet haben. Das ist seltsam. Das verstehe ich noch nicht so ganz, was der Sinn dahinter ist. Ja, aber ich muss ja auch nicht alles verstehen. Ist ja auch okay. So. Ja, und es läuft gerade eigentlich relativ gut. Dafür, dass wir in Schandstadt sind, läuft es echt super. Ach, ja, sagte er und starb dann gegen den Typen hier. Aber das, glaube ich, wird hoffentlich nicht passieren. Oh, guck mal, da ist noch einer. Was? Das war ja unfair, ey. Ich wollte blocken, aber ich war noch von meinem Backstep in der Animation so ein bisschen drin und konnte dann nicht sofort angreifen danach, was etwas eklig war gerade. Ja, da hat mich der Backstep gerade so ein bisschen in die Kacke geritten. So, wenn wir den erstmal tot bekommen, ja, wenn die Kamera uns auch mal erlaubt, was zu sehen. Es
wäre super, wenn wir den Kleinen erstmal tot bekommen oder einen von beiden. Es wäre mir ja egal welcher, aber der hier ist schon fast tot, deswegen beenden wir das mal. So, jetzt essen wir erstmal auf und zwar an einem einigermaßen sicheren Spot. Bevor wir hier sterben. Und ich habe einen Menschlichkeit dazu bekommen. Ja, Freund. Warum, weiß ich gerade nicht so genau. Warum man immer Menschlichkeit bekommt, ist für mich noch so ein kleines Rätsel. Also manchmal bekommt man Menschlichkeit dazu, wenn man irgendwelche Gegner tötet. Und manchmal, keine Ahnung. Also vielleicht muss man dann eine gewisse Anzahl an Gegner töten oder eine gewisse Anzahl an Seelen oder... Ich weiß nicht warum. Manchmal bekomme ich einfach Menschlichkeit dafür, dass ich Gegner töte und manchmal einfach nicht. Und man sieht, ich habe ein Menschlichkeit und zwei Estus Flakons. Ich hätte gerne mehr Estus Flakons und mehr Menschlichkeit und alles mehr. So, es könnte hier noch weiter runtergehen und das könnte nach wie vor ein Bosskampfareal sein. Ja, da sehe ich auch die Nebelwand. Das heißt, das ist hier sehr wahrscheinlich der Boss von Schandstadt. Also, oder einer der Bosse von Schandstadt. Wer weiß, ob es hier nur einen gibt. Ja, ich hätte hier gern, das sieht aber arg ramponiert aus. Und das sieht so aus, als ob man da runterspringen könnte, weil da was zu looten gibt. Die Frage ist, ob man dann jemals wieder hochkommt. Oder gibt es hier vielleicht irgendwie eine Leiter oder so? Die man von hier nicht sehen kann. Also ich kann hier nur raufklettern. Oh. Ich glaube, ich werde einfach mal durch den Nebel schreiten. Wie schwer kann der Boss schon sein? Vielleicht ist es auch nur ein neues Gebiet. Oh, es sieht so aus, als ob es einfach nur ein neues Gebiet wäre. Das ist natürlich super. Ich dachte schon, Bosskampf. Bosskampf wäre gerade nicht so doll gewesen. Sag ich einfach mal. Ja, irgendwie will ich gern das Zeug da unten haben. Soll ich einfach runterspringen? Ich weiß es nicht. Ach, was kann schon passieren? Ich könnte mal hier, wir haben ja noch unsere Prismasteine. Ja, ich würde gerne den hier so werfen, wo ich auch runter... Der trollt mich. Du sollst den mal da runterwerfen, wo ich runterfallen würde. Also hier so. Das geht wohl. Na dann. Geronimo. Ja, hat geklappt. Peitsche? What the fuck? Oh, und jetzt, was macht man hier? Ja. Ich sehe schon, was sie von mir wollen. Oder ich sehe es nicht. Ihr wollt doch nicht wirklich, dass ich da rüber springe, oder? Das erwarten sie nicht wirklich von mir. Ihr erwartet nicht wirklich, dass ich mit Anlauf da rüber springe, oder? Oder etwa doch. Das können sie von mir aber nicht erwarten. Das klappt doch nie. Kann man hier auch langlaufen auf der Planke? Da hinten ist doch eh nichts. Also ich sehe da auch nichts, was man da looten könnte. Deswegen werde ich jetzt einfach hier so runterspringen. Oh, das sieht nach... Nee, das müsste eigentlich gehen. Sagte er und es hat geklappt. Ja, geil. Da hinten sind halt irgendwie zwei Nachrichten. Keine Ahnung, warum die da sind. Ja. Oh, da ganz unten ist eine Kiste. Gucken wir doch mal, was unser Prismastein dazu sagt. Don't do it, sagt er. Gut, dann werden wir das vorerst mal lassen. Mit dem Prismastein. Wo kommen wir denn hier raus? War ich hier schon mal? Das ist natürlich eine super Frage, ob ich hier schon mal war oder nicht. Das ist echt eine gute Frage. Naja, laufen wir erstmal zu. Ach ja, ich habe das Ding ja sogar gesehen. Das macht, glaube ich, auch Feuer. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich habe es schnell genug gekillt. Ich weiß nicht, wo ich bin und ich weiß nicht, was ich mache. Das sind immer super Voraussetzungen in Dark Souls oder auch generell in Videospielen. Ach ja, Vielleicht hätte ich da weitergehen sollen. Also wir haben ja jetzt hier ein neues Gebiet betreten. Vielleicht hätte ich einfach nicht das neue Gebiet betreten sollen oder da weitergehen und mich nicht runterstürzen sollen. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ach, sind wir hier einfach wieder oben?
Oder was heißt oben? Weiter oben, als wir davor waren. Das erscheint mir so. Ach ja, wir sind einfach wieder hier. Ja, dann hätten wir gar nicht die ganze Sprung-Action machen müssen, sondern... ach nee, doch, wir hätten die Sprung-Action machen müssen, weil wir nicht mehr hochkommen, wenn wir einmal unten sind, genau. Wo war gleich nochmal die Nebelwand? War das... Ach ja, hier war, glaube ich, die Nebelwand, richtig? Oder? Oh, ich habe keine Orientierung, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Wer mein LP etwas länger angeguckt hat, weiß, dass ich keinerlei Orientierungssinn habe. Eieieiei, ich habe mich wieder irgendwo verfranst, glaube ich. Und weiß nicht wie, wo, warum. Ach, war das nicht ganz oben? Warte mal, ich muss mal überlegen. Ne, von hier sind wir ja gekommen, glaube ich. Genau, von hier sind wir gekommen. Dann sind wir da runtergegangen und dann war hier die Nebelwand. Hier so auf der Höhe war die Nebelwand. Hier. Und dann war hier kein Gegner, dann stand ich hier. Genau, das weiß ich noch. Oder denke mich daran, so zu erinnern. So, wie geht's jetzt von hier weiter? Gute Frage. Nächste Frage. Wir könnten natürlich hier runtergehen, natürlich. Ach ja, ich liebe Schandstadt. Das ist alles so offensichtlich hier. Die Wege sind so gut ausgeschildert. Ach, wer kann Schandstadt nun nicht mögen? Das ist ja überhaupt nicht möglich oder so. Schandstadt. Oh, guck. Ach ja, genau. Hier geht's ja rein. Da sind wir ja schon mal durchgelaufen und der Gegner ist wieder in mir drin. Aber ich habe rausgefunden, da hilft es in der Regel einmal zu schlagen und dann sind die weg. Normalerweise. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Peitsche, die würde ich mir gerne an... Gehst du weg? Die bleiben aber auch immer in einem stecken. Mit ihrer komischen Physik-Engine, die sie da benutzt haben. Also hier ist, glaube ich, auch noch Neuland für mich. Zumindest so ein bisschen. Ach ja, hier, den habe ich zum Beispiel... Ups. Ja, ja, ich weiß ja, dass ihr feuern könnt. Deswegen war ich darauf vorbereitet, dich, mich nicht treffen zu lassen. Ja. Oder einfach auszuweichen. Aber es hört sich autoritärer an, wenn man sagt, dass ich ihn nicht treffen lasse, anstatt dass ich ihn blocke. Blocken ist ja so, dann bin ich ja der Dominante, wenn ich ihn nicht treffen lasse. Aber macht das einen Sinn, einen logischen? Ich weiß es nicht. Ja. So, waren wir hier schon mal? Ist es nicht hier... Ach, sind wir hier nicht komplett eine Etage tiefer, als ich das letzte Mal war, als ich hier war? Ich habe, glaube ich, schon mal versucht, auf diesen Ast da zu springen, auf diesen komisch markanten Ast und... Ich höre doch schon wieder, dass irgendjemand auf mich spuckt. Aber ich sehe es nicht. Ah, von wo kommst du? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Ah, die sind so unglaublich nervig, die Typen. Ah, ich glaube, ich sehe ihn, oder? Ist, ja, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich könnte versuchen, ihn von hier abzuschießen. So geht es, ja. Sieht man eigentlich auch, wenn er mich jetzt vergiften würde? Ja, man sieht das. Und er hat mich vergiftet, na toll. So, dann ganz schnell auf... Oh, ich hab's nicht anvisiert, verdammt. Ich bin tot, 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 wo ist es? Die da brauchen wir. So, zurück, zurück. Schnell... Benutzen. Okay. Uff. Das war knapp. Ja. Was haben wir daraus gelernt? Pfeil und Bogen sind scheiße. Wenn man sie nicht benutzen kann. Jetzt haben wir 0 Estus und freuen uns. Weil da unten 1000 Gegner sind, die wir... Oh. Ach, kacke. Und vor allem können wir da... Vor allem können wir da nur runterspringen gerade. Weil wir uns den Weg zur Leiter verbaut haben, so ein bisschen. Ja, den würde ich gern killen, den Typen da hinten. Der ist echt, die sind extremst nervig. Also, so richtig super extremst nervig. Wie machen wir das am dümmsten? Ja, wie killt man denn den am dümmsten, ohne sich da zu töten? Sag ich mal, also wie kommt man denn da runter am sinnvollsten irgendwie? Da hatten wir eine... Oh,
Gott sei Dank habe ich das geblockt noch bekommen. Da hätten wir eine Leiter, wie wir da runterkommen können. Ich werde einfach... Geronimo-Style. So. Oh, Alter, ich bin so froh. Ich bin so froh. Und du bist nicht mehr froh. Ach, hier den Hund. Der war auch einfach tot. Warum, weiß ich nicht. Wandererzeug und ein Falkion. Und wir haben keine Estus mehr. Das ist natürlich super. Oh, und die zwei Dinger. Das, hä? Ach, der ist schon wieder in der Erde oder unter mir. Und ich kann ihn zwar anvisieren, aber manchmal kann man den dann nicht schlagen, wenn die so komisch rumglitschen. Das ist sehr nervig. Und ich würde ganz gerne... Da unten liegt was im Wasser. Schandstadt, Schandstadt, Schandstadt. Schandstadt, oh Schandstadt. Oh, du Schandstadt. Das Problem ist halt, ich habe halt überhaupt keine Estus mehr. Und wenn ich jetzt relativ, wenn ich hier ein bisschen weitergehe und dann sterbe, dann ärgere ich mich wie Sau. Vor allem, ich sehe halt auch irgendwie kein Feuer, das ich anzünden könnte, gerade in der Nähe, was auch etwas ungut wäre. Naja. Ich würde sagen, ich töte die zwei Fliegen da. Oder ich weiß gar nicht, was ihr seid. Ihr seid auf jeden Fall nervig. Okay, einmal weg. So, wenn die andere sich hier auch herbequemt. Nee, die kann ich nämlich hier nicht töten, wo sie gerade steht. Komm mal ein Stück ran. Sehr schön. So. So, ich würde sagen, ich beende mal hier den Part. Und geht's dann gleich weiter, wenn ich die Treppe darunter gehe und weitermache. Also ich nehme gleich den nächsten Part hinterher auf. Ist, denke ich, ganz okay. Und damit sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wir sind nach wie vor in Schandstadt. Juhu. Ich freue mich drauf.